Ja. Aua! Okay, wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin Slay B und wir sind hier in DayZ. Und du kannst den Arm jetzt wieder heben, senken. Danke. Wir sind hier jetzt hier zuletzt hier gewesen. Wir sind hier hochgegangen. Da war hinten da unten ein Flugzeugabsturz. Ich kenne mich nicht aus in DayZ. Ihr müsst Nachsehen mit mir haben. Ich habe aber eine Waffe, eine Brechstange. Und wir haben Waffen gefunden. Und einen Kochtopf. Ein Metalltopf, den man für unterschiedliche Kochtechniken verwenden kann. Das Ergebnis hängt von den Zutaten ab. Dann machen wir einfach die Kartoffel in den Kochtopf. Und dann überleben wir. Oder so. Weil unser Apfel da ist gelb. Ich denke, das ist kein gutes Zeichen. Aber ich denke, wenn er rot ist, ist es doch schlechter. Deswegen sind wir noch einigermaßen, glaube ich, im Rahmen. Wir gucken einfach mal, wie hier die Spritpreise so sind. Oh ja. Nett. Nett. Ähnlich wie bei uns, ne? Wir sind ja jetzt hier, glaube ich, in einem anderen Land mit Infizierten. Und müssen aufpassen auf uns. Ich gehe mal gerade so in die Sicht hier rein. Ist mir gerade lieber. Da kann ich besser mit kämpfen. Kann man mal hier reingehen? Mach mal die Tür zu. Dann zieht nicht so. Danke. Eine Kasse. Aha, schön. Ja, und wow. Das war spektakulär. Was haben wir hier? Eine Röhrenjeans. Was tragen wir denn für eine Hose? Hier haben wir eine Hose. Eine Jeanshose. Und die Jeanshose kann man hier sehen. Die hat 20 von 20 Schlutz. Die Röhrenjeans dagegen nur 12. Das heißt, die verliert. Das bedeutet, wir holen jetzt die Sichel. Und, Moment, ich muss nachdenken, Stofffetzen herstellen. Linke Seite gedrückt halten, das kriegen wir hin. So, die zerreißen wir jetzt ganz kurz. Weil, dann bekommen wir, so viel weiß ich schon mal, ja, kannst du jetzt aufhören, hier diese Stofffetzen, die nehmen wir mit. Und wenn wir 12 von diesen Stofffetzen haben, können wir uns ein Seil bauen. Könnte man das jetzt eigentlich direkt machen? Geht das? In die Hände, kombinieren? Nee, das will ich nicht, wartet. Wartet, so? Nee. Also die da haben wir und. Nee, das ist verkehrt. Und was war verkehrt? Craft Racked Eyepatch. Nee, ich will kein Eyepatch haben. Ich will. Haben wir noch nicht genügend? Nee, dann leg die nochmal zurück. Wie viel haben wir? 4 plus 3. Kann man die mal stacken? So, jetzt müsste es aber gehen. Jetzt haben wir 6 und 6 Seil herstellen. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Das machen wir jetzt. Dann haben wir schon mal Seil auf Vorrat. Weil das Seil brauchen wir, glaube ich, für mit dem Stöckchen eine Angel zu bauen. Oder so. Ne, ihr seht, ne, ich habe noch nicht so viel Ahnung. Das Seil holen wir auf jeden Fall jetzt mal mit. Das haben wir jetzt erledigt. Wieder eine Brechstange raus. Und ohne Schau. Oh, Spaten. Ich glaube, ein Spaten ist gut. Damit können wir, ich glaube, eine Kiste in der Erde verstecken. Dafür müssten wir aber dann auch eine Kiste bauen. Wo ich jetzt weiß, wie das geht. Aber das wäre ein Anfang. Wie können wir denn jetzt. Ich habe keinen Platz mehr. Kann ich, also, wisst ihr, wartet, kann ich irgendwie noch verstauen? Vielleicht machen wir mal gerade hier Organisator. So. Und hier die Racks, die legen wir jetzt mit der Taste so hin. Und das Seil, das legen wir hier hin. So, jetzt können wir die Brechstange bestimmt hier hin holen. Nee, jetzt hast du das verkehrt gemacht. Okay, dann die Waffe hier hin. So, jetzt haben wir das. Und die Schaufel, können wir die... Ah, die können wir auf dem Rücken setzen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist toll. Okay, finde ich gut. Super. Dann, nee, nicht die Waffe. Die Brechstange. Danke. Wir dürfen hier nicht sterben. Wir haben keinen Spawnpunkt. Und es gibt hier also in dem Sinne keinen. Also wir können nicht irgendwie spawnen, so wie es uns mal gerade gefällt. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich zähle mindestens 3. Die alte da, dann hier war noch eine junge. Lordi da, die kleine da. Und da hinten war auch noch einer. Das heißt... wir machen irgendwie einen Bogen. Irgendwie. Und hier gibt es ja nichts mehr. Ich denke, wir sollten einen riesen Bogen machen. Oh, da hinten ist ein Häuschen. Ein Schuppen sehr wahrscheinlich. Nee, nicht schnell laufen. Schön langsam laufen. Obwohl, wir könnten mal was essen, oder? Was ist das? Kürbispäckchen. Ja, brauchen wir nicht. Moment, ich leg mal gerade den Knüppel hier weg, lo. Was ist das? Paschka. Traditionell zubereitetes Fleisch, dank seiner Gewürzmischung, schmeckt es auch nach vielen Jahren noch gut. Ja, dann her damit. Komm, dann probieren wir das jetzt. Na, wir haben doch in der Hand, oder? Achso, erstmal aufmachen und dann essen. So, ess da ruhig alles. Ich denke, das ist okay. Wie, du musst dich jetzt übergeben. Bitte nicht kotzen. Danke. So. Okay, sehr... Oh, da hinten läuft noch ein. Kommt da hinten denn mal ein Stadt oder so? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier sind Fusseln.
Ja, also wirklich, also die Karte hier auf DayZ, oder es gibt ja mehrere verschiedene Karten, die sind ja so langläufig, die sind ja so groß. Ich weiß nicht, wie wir das hier alles hinbekommen sollen. Ich will ja, mein Ziel ist ja eine Bude zu bauen, also so ein kleines Hütchen oder so. Aber wie? Und ich habe mich verlaufen. Ich hätte vielleicht am Strand bleiben sollen, aber jetzt ist es zu spät. Ich bin schon losgelaufen. Dann gucken wir uns einfach mal hier. Da geht's lang und da geht's lang. Ach Mann. Dann gucken wir jetzt einfach mal gerade hier. Hallo. Aber wie gesagt, wenn wir auf den Spieler treffen, sind wir am Po. Dann haben wir keine Chance. Dann werden wir wohl sterben, weil wir haben nichts als Verteidigung. Ja, ihr sagt jetzt wieso? Du hast so eine Waffe da und da, aber die sind beide leer. Also ich habe keine Munition für die Waffen. Mir fehlt Munition. Und wo findet man jetzt Munition? Ja, vielleicht random in Häuschen oder so. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal ein Häuschen dann auch finden. Gehe ich jetzt nach rechts oder gehe ich jetzt nach links? Und geht die Sonne auf oder geht sie unter? Ich glaube, sie geht auf. Ach, das sind Fragen über Fragen. Also, ihr könnt mich gern volltexten im Text, also unter dem Video, wisst ihr, mit Tipps und Tricks. Ich nehme die gerne alle mit Kusshand an. Ich glaube, ich kann die alle gebrauchen. Wie gesagt, die Vorstellung, wie man angelt und wie man halt mit einem Hühnchen da schon mal Fleisch zubereitet, das kann ich mir vorstellen, obwohl ich jetzt noch nie geangelt habe. Aber, ja, so die etwas noch weiteren Tipps. Oh, gebt mir einfach halt alle Tipps, die ihr habt. Ich kann die alle gebrauchen. Oh, da hinten ist ein Hochstand. Oder? Ich glaube, ich will bei den Hochstand. Können wir mal darüber gehen? Wir dürfen nicht zu schnell laufen. Weil sonst verlieren wir zu viel an Durst und Hunger. Und man sieht auch der Balken bei der Isolation hier mit der Temperatur. Uns wird wohl ein bisschen jetzt kälter. Heißt das jetzt, hat die Sonne auf oder unter? Naja gut, wir gehen auch in die Höhe, ne? In der Höhe ist immer kälter, muss man auch bedenken. Hier ist zum Beispiel ein Stein. Mit dem Stein, wenn man jetzt so zwei kleine Steine oder so hat und wieso, dann kann man mit dem Stein da draußen besser machen. Wie auch immer, ich habe noch nie so einen kleinen Stein gefunden. Ich weiß nicht, wo die hier wohnen. Aber hier gerade nicht. Aber die kleinen Tannenbäumchen da, die finde ich süß. Einsammeln, langer Stock. Ja, gleich. Erstmal Hochstand gucken. Erstmal hier gucken. So ein Hochstand, da kann einem ja nichts passieren. Wir steigen einfach mal auf und klettern hoch. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn man die Leiter runterrutscht und macht das Ganze schnell, man hat keine Handschuhe an, dann hat man Blutungsschaden, weil man sich dann die Hand etwas aufschrappt an der Leiter. Also keine gute Idee. Einen Anglerhut. Haben wir schon einen Hut an? Ne, wir haben den Poncho an, ne? Gesicht. Kann man den Hut haken? Da ist ein Haken dabei. Kann man den jetzt so anziehen? Oh. Ne, aber ich habe ihn dabei. Ja gut, ich glaube, ich brauche jetzt nicht den Hut an sich, aber den Haken, oder? Oder kann man da einen Haken reinplatzen? Ich verstehe das nicht. Oder ist da schon ein Haken dran? Moment, ich muss jetzt umdisponieren. Wir legen das hier mal ab, den Poncho. Dann ziehen wir das hier mal an. So. Aha. Ja. Und jetzt, ja, ist hier ein Haken. Also ich schätze, in diesen Anglerhut kann man dann so einen Haken machen. Ja, so, den kann man dann da dranhängen. Aber das kommt jetzt für uns nicht in Frage. Wir müssen jetzt erstmal mit Isolation arbeiten. Und so ein Poncho, glaube ich, hält mehr warm als so ein Anglerhut. Deswegen rutschen wir jetzt mal hier runter. Achtung. Und schnell. Wir haben Handschuhe an. Wir können das schnell machen. Super. Ja, finde ich gut. Ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, dafür entschieden, hier in die Höhe zu gehen. Also gehen wir mal in die Höhe. Ich glaube, wir müssen noch mal was essen. Ich glaube, wir haben noch Hunger. Gelb ist, glaube ich, jetzt nicht die Farbe des uns geht's gut. Aber es könnte auch schlechter sein, wenn es rot wäre. Ich glaube, dann wären wir schlechter dran. Also deswegen, ich glaube, ein bisschen können wir noch mit dem Essen ausharren. Was machen wir denn, wenn die Nacht anbricht? Haben wir ein wichtiges Problem. Hier sind ein paar Fliegen. Aber keine Leiche hoffentlich. Wir gucken einfach mal, was hier in dem Häuschen. Das sieht doch an. Hey, da kommt noch Häuschen. Hier können wir noch gucken. Hey, ich glaube, wir haben eine Stadt gefunden. Oder ein Dörfchen. Da gucken wir doch direkt mal und holen die Brechstange in die Hand. Sicher, sicher. Okay, ich hüpfe einfach mal hier drüber. Und dann gucken wir mal, hier ist so ein Brunnen, der ist aber zu. Und Müllton, okay. Hier ist nichts drin, nein. Aber vielleicht können wir. Oh. Aber vielleicht können wir hier drin was finden. Die Tür ist hier schon offen, das macht mir natürlich zu bedenken. Wir könnten uns nur mit Schlägen wehren. Mehr haben wir nicht. Wir haben keine Munition, nichts. Wäre natürlich jetzt toll, wenn wir wenigstens ein bisschen Munition finden würden, für uns ein bisschen zu wehren. Natürlich nicht gegen die Zombies, die müssen wir im Nahkampf erledigen. Da hinten ist so eine Art, keine Ahnung, Kirchturm? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Oh, zwei. Shit. Shit, es sind zwei. Es sind zwei. Es sind zwei. Es sind zwei. Mach die Tür zu.
Mach sie zu! Warte, wartet, wartet. Wartet. Ah! Oh, kann ich doch mal versuchen. Warte mal. Nee, nee, shit, 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 shit. Shit, mach die Tür zu. Ach, lass sie zu. Oh, oh, oh. Wir laufen jetzt in die andere Richtung. Hihi. Okay. Wie gesagt, sind Zombies. Sind die intelligentesten? Das ist gut. Okay, hat geklappt. Hui. Oh, oh. Ist da noch wer? Hm. Dann gucken wir uns einfach mal hier um. Hier ist ja auch ganz nett. Hier ist so ein... Ah, ist auch wieder ein Zombie. Ja, wie kann man zoomen so? Okay, hat eine Warnweste an. Scheint nett zu sein. Kann man hier die Tür mal öffnen? Oh, da geht's hoch. Moment, ich mach die Tür zu. Mach sie zu. Und jetzt gucken wir mal. Ey! Geht hier nicht? Ach, schade. Mist. Dann... Ah, shit, 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 shit. Oh nein, oh nein, that's not good. Not good. Oh. Oh oh, oh oh, wir müssen weg hier. Hm. Denkt der jetzt, ich bin da drin? Warum klopft der denn da so? Seltsam. Okay. Was ist hier irgendwas Nennenswertes drin, außer einem alten Fernseher? Nein, aber eine Tür. Die kann man doch bedienen. Aber hier... Hat er uns gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob er uns gesehen hat. Wir gehen einfach mal hier auf die Holzdinger drauf. Da haben wir eine bessere Übersicht. Ah, ich glaube, wir haben abgeschüttelt. Da könnten wir noch hochgehen. Sollen wir mal da hochgehen? Geht das? Kann man die benutzen? Ja, die kann man benutzen. Ja, ist jetzt schade. Hätte man jetzt einen Sniper oder einen Bogen? Obwohl, ich glaube, Bogen gibt es hier in dem Spiel nicht, ne? Aber es gibt eine Armbrust. Ich bin also ganz scharf auf der Armbrust, weil die ist lautlos. Und mit der könnten wir jetzt natürlich auch hier aus der höheren Entfernung die Zombies da töten. Aber ich glaube, das hier ist Fiasko. Hier ist nächst. Aber wir haben hier eine Übersicht. Okay, nutzen wir mal gerade die Übersicht. Also hier ist Wald, hier ist Wiese und da sind noch Hügel mit Wald. Okay, also jetzt sehe ich jetzt hier gerade keine Stadt in der Nähe. Nein, das sehe ich. Aber wartet, hier sind Strommäste. Die führen noch immer eine Stadt oder zu einer Stadt hin oder wie auch immer. Also von da kamen wir und hier ist halt, wir gucken uns einfach noch hier um. Aber es gibt schon schrecklich viel Zombies hier in der Gegend. Oh oh. War da was? Wir rutschen mal ganz schnell hier runter. Wir haben Handschuhe, wir dürfen das. Ah, der macht mir Sorgen. Der macht mir sehr, sehr viel Sorgen. Was ist denn hier drin? Kann ich gerade noch hier gucken? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein, nein. Lass mich klettern. Lass mich klettern. Au, au. Verdammt. Nein, nein. Lass mich, nein, ich will nicht sterben. Lass mich in Ruhe. Nein. Kann ich hier drauf klettern? Nee, das ist auch doof. Ist ja gut. Okay, wir laufen einfach querfeldein. Ja, ich will doch die Stadt da gucken. Shit, jetzt müssen wir kämpfen. Na komm, komm. Nein, ich will dich doch treffen. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Jetzt ruhig entspannt laufen, Ausdauer generieren. Jetzt nicht nervös werden. Ja, ja. Aua. Okay, wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Nur wohin rennen wir? Hier ist ja... Hier können die uns ja auf Entfernung sehen. Das ist ja doof. Okay, jetzt wieder langsamer, 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 langsamer. Langsamer. Hier, hier. So, so. Jetzt hier rüber. Jetzt hier rüber. Vorsichtig. Oh Mann. Oh Mann. Ob wir das hier lange überleben, ist jetzt fraglich, ne? Abgeschüttelt, oder? Er sieht uns nicht. Schitten sieht uns. Ferner auch noch. Verdammt! Ah! Oh, jetzt haben sie abgelassen. Habt ihr abgelassen? Haben nicht abgelassen. Was haben die denn, ey? Wollen die mich jetzt über das ganze Feld hier jagen? Mann, ich krieg Durst. Wir gehen einfach mal... Kann ich mir die Stadt hier nicht angucken. Okay, hier ist eine Senke, das ist gut. Eine Senke müssen wir jetzt nutzen, für hier irgendwie mal hier wegzukommen. Nein, nein. Bitte nicht in den nächsten Zombie laufen. Oh, das klingt nicht gut, ne? Oh, ich hab Angst. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wartet, ich hab eine Idee. Wir, kämpfen jetzt gegen die da. Die ist ja nur alleine, ne? Gegen alleine ist okay. Wo sind die anderen zwei Idioten?
Ja, okay. Was warte ich? Blocker jetzt einfach mal. Nee, nee, jetzt hörst du auf, dann schlag ich. Nein, lass mich doch mal. Nein, meine Ferse. Aua. Jetzt ist gut. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Jetzt essen wir einen Snickers, weil wir sind nicht wir, wenn wir hungrig sind. So, das essen wir jetzt. Nein, ja, doch. Aufmachen. Essen. Aufmachen. Essen. So. Das wird jetzt gegessen. Komm mal sehen, wie wir essen. Ja, so essen wir halt. So, lecker Happa Happa. Genau so esse ich auch immer einen Snickers. In der einen Hand, ja, und dann... Okay, ne, finde ich gut. Sie hat ja... Oh, sie hat was drin. Morphin-Autoinjektor. Ein Stift mit Morphin zur intramuskulären Injektion beeinflusst das zentrale Nervensystem direkt und wirkt als Analgetikum. Was ist ein Analgetikum? Gut zur Schmerzlinderung bei schweren Verletzungen. Das muss ich googeln. Aha, interessant. Her damit. Schmerzlinderung. Okay, noch haben wir keine Schmerzen. Aber war ein bisschen Hunger, aber das geht jetzt hoch durch den Snickers. Ich denke, dann geht's uns gleich besser. Ja. Was ist das für ein Geräusch? Ah, hi. Ist das ein Spieler? Nee. Ich dachte gerade, das wäre ein Spieler. Aua. Jetzt ich. Jetzt ich. Nein, 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 nein. Nein, da kommt direkt der Nächste. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Spieler. Okay, ja, komm her. Aua. Aua. Jetzt ich. Jetzt, nein, nein, nein. Ich sagte ich, ich. Aua, nein, hör auf, hör auf. Lass mich in Ruhe. Komm. Okay. Okay, uns geht's gut. Wir haben nur irgendwie was an der Ferse oder so. Aber ansonsten geht's uns gut. Wir haben es geschafft. Hat die noch irgendwas für uns? Ah ja, die hat den Rucksack. Ja, ja. Das finde ich stark. Das erinnert mich jetzt wiederum, Entschuldigung, wenn ich Vergleiche ziehe, an Project Zomboid. Wisst ihr, wenn die Zombies da so einen Rucksack tragen? Ja, das habe ich auch schon mal gespielt. Ist auch sehr, sehr schwierig, das Spiel. Und DayZ ist auch sehr schwierig, hier gegen die Ordner anzukommen. Deswegen versuchen wir jetzt erstmal irgendwie Unterschlupf zu finden. Vielleicht uns mal auszuruhen. Wäre das machbar? Ich höre schon wieder den nächsten Zombie. Das ist ja schlimm hier. Kann ich hier gucken, was hier ist? Vielleicht gehen wir einfach mal hier rein. Hier ist so eine schöne Blockhütte. Ich backe ja Blockhütten. Vielleicht finden wir hier Unterschlupf und Unterkunft. Und hier lässt uns jeder in Ruhe. Wir gehen einfach mal ganz schnell hier rein. So, mach die Tür. Mach sie auf. Nein, schieb mich dann immer weg. So, zu. Nein, zu. Oh nein. Oh nein. Oh, oh nein. Hier ist nichts, ne? Vergesst das einfach. Wir müssen weg. Wir müssen weg, weg. Ach, der ist da am... Ach, der ist da. Können wir hier drüber klettern? Oh ja, das geht. Dann gehen wir einfach hier rein. Hihihi. So. Hier ist auch schön. Zu. Mach sie zu. Mach sie auf. Mach sie zu. Oh nö. Oh, bitte nicht. Oh nein. Oh nein. Moment. Moment, ich will da oben noch gucken. Oh shit. Oh oh. Ja. Moment. Das war zu laut. Wer ist da noch da draußen? Oh ja, der versucht aber mit ganzer Körpergewalt da reinzukommen. Jetzt kommst du hin. Hat der gerade gekotzt? Der kommt über den Zaun. Warum kommst du denn über den Zaun? Willst du mich? Nein, 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 nein. Au, au, ah. Au, au, au. Wartet, wartet, wartet. Drei. Wartet hier. Ist die noch desinfiziert? Ja, die ist desinfiziert. Die können wir nur benutzen. Benutze sie. Aua, wir bluten. Au, au, au. Au, au, unser Leben, au. Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt müssen wir woanders hingehen. Wird schon sonst alles zu spät hier. Ein Rohr, und das ist schön. Hier ist es ein bisschen ungemütlich. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Na, hier finden wir nichts. Unser Körper, wenn wir uns ausloggen, ist ja dann nicht mehr hier. Ne? Der ist ja dann weg. Man sieht uns da nicht irgendwo hier liegen. Das wäre echt unangenehm. Ah. Ich höre schon wieder den Nächsten. Ich will hier rein. Hier gehen wir jetzt rein. Hier. Und Tür zu. Und jetzt mal hier leiser. Und hier... Na gut. Dann würde ich sagen, locken wir uns hier aus. Oder hier. Hier. Hier ist auch schön. Vielleicht nochmal Tür zu. Tür zu. Das müssen wir noch ein bisschen üben.
Na, wo, ne, da. Und geht's hier wieder raus? Nein? Okay, dann müsste ich gern hier mich ausloggen. Man kann ja nicht aus den Fenstern springen, ne? Das geht nicht. Ne, das ist immer eingeschränkt. Das ist okay. Gut, dann bleiben wir jetzt hier. Der Boden ist ja einigermaßen, naja, sauber. Und dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich denke jetzt weiter nach. Und ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, tschö. Jetzt wieder runter machen, so. Ne? Ja, wunderbar. Vielleicht auch hinsetzen. Kannst du dich hinsetzen? Geht das? Nein, das... Doch. Schneidersitz. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Hinsetzen, ausruhen, atmen.